So, da sind wir wieder. Gerade frisch angekommen hier, ja, ausgeladen haben wir ja noch zusammen. Der Kollege hier ist weg, wie wir unschwer erkennen können. Und jetzt können wir hier loslegen und Dinge tun in dem Dungeon. Okay, als erstes müssen wir uns hier mal gegen einen Zombie verteidigen, denn die gibt es ja auch. Ja, ganz klar. Ja, wir können hier Dinge abbauen, wie zum Beispiel so einen Trank. Dann können wir den halt aufnehmen. Das gleiche können wir mit den Büchern machen oder mit was auch immer. Hier ist zum Beispiel ein Schalter. Ach so, ja, den hätten wir vielleicht mal nicht abbauen sollen. Dann hätten wir ihn einfach anmachen können. Aber gut. Egal. Wir schauen uns das hier mal an, was man hier so im Dungeon machen kann. Wir springen einfach erstmal ein bisschen blindlings hier rein. Oben gibt es jetzt gerade sowieso nicht besonders spannende Sachen, wie man hier sieht. Oh, manche Lampen sind übrigens an, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Oh. Oh, wir haben auch kaum noch Fackeln. Oh, was ist das denn da? Okay, alles ist nicht so spannende Sachen. Ah, okay, das sind Sachen, da sollte man nicht drauf fallen. Verstehe. So, jetzt brauchen wir erstmal Fackeln. Fackeln. So, dann kann man nie genug haben. 93 werden erstmal wieder eine Weile reichen. Au! Au! Er war ja frech. Ach, wir haben übrigens auf dem Weg hier, oder ich habe auf dem Weg gerade schon einen Banner bekommen für den 50. Zombie-Eskimo, den ich hier wohl anscheinend erledigt habe. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte, dass es der 50. gewesen wäre. Ah! Ah, die Viecher sind auch eklig. Wow! Okay, ich muss gestehen, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas passieren kann. Aber das sind anscheinend keine Standard-Zombies, wie auch immer. Das sind anscheinend doch schon ein bisschen stärkere, oder? Wir heilen uns mal komplett voll. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sinnvoll war. Okay, zumindest können wir ja ablegen, was wir hier so gefunden haben. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wow, okay, da muss ich echt vorsichtiger sein. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte jetzt, es sind so, ja, ehrlich gesagt, dachte ich, es sind so totale Flaschen, die da drin rumgammeln. Ich glaube, Bücher können wir wegschmeißen. Damit kann man nichts machen. Schwacher Heiltrank. Okay, also hier ist schon wieder so ein Banner. Ich bin nicht sicher, ob man mit dem Banner noch irgendwas machen kann, aber es muss jetzt auf jeden Fall auch mal irgendwo anders hin. Ach so, machen wir mal schnell stapeln. Sehr gut. Die Eskimo-Hose, die ist auf jeden Fall Müll. Und ach so, ja, man kriegt dann Bonus, ja. Ach, wisst ihr was? Ich platziere mal diese ganzen Banner. Die sind doch fantastisch, ja. Die sehen doch so schick aus. Die platziere ich jetzt einfach bei mir hier in der Hütte. Kann ich doch bestimmt, oder? Ja, genau. Oh, sieht das schön aus, Mann. Ja, da sieht man mal, was ich alles schon geschnetzelt habe. Ach so. Ah, können wir auch in den Räumen der anderen. Oh, sieht das gut aus hier. Mann, das hier sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Banner sehen alle ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. So. Okay, Mann, also super. Die sehen ja richtig fantastisch aus. Ja, wir kriegen auch reichlich hier. Ach, das wäre ganz geil gegen Goblins, fällt mir gerade auf. Also wir kriegen ja jetzt hier Increased, also wir haben jetzt erhöhten Schaden und erhöhte Verteidigung gegen halt Höhlenfledermäuse, na, gegen alles, was hier so steht. Bringt uns natürlich nichts. Zum Beispiel Meteorenköpfe werden wir hier niemals zu Gesicht bekommen. Macht gar keinen Sinn. Denn hier ist überhaupt kein Meteorit. Aber naja, sei es drum. Ich überlege, ob es jetzt Sinn macht. Ja, macht es, macht es, macht es.
Ich crafte ein Bett. Ich crafte ein Bett, nehme alles mit, nehme dort hier eine Tür, nehme ich gleich mit. Dahin. Wand brauche ich, sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, Holz habe ich, aber das kann ich mir auch dann noch besorgen. Aber was ich mir halt nicht besorgen kann, ist ein Bett. Brauche erstmal Spinnennetz. Jetzt muss ich mir hier erstmal Seide herstellen, ne? 5 Stück, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. 5 Stück. Und jetzt kann ich mir grünes Dekoband. Nein, danke. Genau, jetzt kann ich mir ein Bett herstellen. So, jetzt begeben wir uns wieder auf die Reise in Richtung des Dungeons. Und diesmal pflanzen wir dort unser Bett hin. Mir fällt auf, ich hätte vielleicht auch die eine oder andere Truhe jetzt dort gebrauchen können. Also wenn ich dort schon ein Bett habe, dann kann da ruhig auch eine Truhe sein, wo ich jetzt so ein paar Sachen zwischenlager. Warum? Mir ist nämlich noch was eingefallen bezüglich Truhe. Von manchen Sachen findet man ja auch eine Sache, aber später nochmal eine und wieder eine und so weiter. Und dann kann man die natürlich nachher stacken. Das heißt, man muss insgesamt viel seltener nach Hause laufen, wenn man halt ein Zwischenlager hat. Das ist halt der große Unterschied. Also man braucht nicht zwangsläufig ein Zwischenlager. Es funktioniert definitiv auch alles ohne. Man kann ja auch einfach immer wieder hin und zurück laufen. Aber es kann halt nicht schaden. Lloyd ist eingetroffen. Hallo Lloyd, was du auch immer tust. Hätte vielleicht ein paar mehr Betten craften sollen. Ich glaube, Betten sind auch sowas, was man grundsätzlich nicht schaden kann, ein paar mehr zu haben. Dann im Zweifelsfall einfach mal irgendwo ein Bett aufzustellen. Denn so ein Safe House oder weiß ich nicht, wie man es nennen will, ist ja sehr schnell geschaffen eigentlich. Ne? Also ist ja eigentlich wirklich nicht der Rede wert. Dieses Ding verwirrt mich immer wieder, weil ich hier im ersten Moment immer denke, das ist schon, da sind wir schon da. Aber da sind wir noch nicht da. Noch lange nicht. Wie ich gemerkt habe. Genau, jetzt kommt erstmal dieses Gebiet hier noch. Das böse Gebiet. Rot. Irgendwie, dieses Rot und so, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Vorher hatte dieses Gebiet halt so ein ekliges Grau. Also in den früheren Versionen. Anno Domini, weiß ich nicht, 2012 oder was. Oder sogar noch früher, keine Ahnung. Ja. Aber naja, ist es eigentlich nicht. So schlimm ist es jetzt nicht. Oh, da ist ein Geier. Tschüss, Geier. So, gut. Wir bauen hier unser Häuschen. Ja. Schon mal daneben. Ja, sehr gut. Weiß nicht genau, wie breit es sein muss. Aber ich denke, das hier dürfte auf jeden Fall reichen. Achso, ja gut, die Tür machen wir am besten zu dieser Seite. Wir haben ja nur eine Tür dabei. Oh, schon wieder ein Goblin-Speer. Schön. Okay, jetzt brauchen wir
Die Tür. Die Wand. Auf jeden Fall muss da eine Fackel hin. Erstmal reicht Tür und Wand. Genau, jetzt wird es ja nämlich auch schon dunkel drin. Licht hier, Licht da und Spawnpoint. Perfekt. Hatte ich jetzt hier. Nee, eine Truhe habe ich ja nicht dabei, aber ist doch nicht schlimm. Die Truhe brauche ich ja nicht unbedingt, denn hier sind ja schon Truhen unten reichlich, wenn ich dann an die richtigen Ecken komme. Man muss dazu sagen, ich war ja noch gar nicht in dem wirklichen... Also das hier ist eigentlich erst der Gang hin zum Dungeon. Also eigentlich total lächerlich halt. Hier war halt noch überhaupt nicht ansatzweise wirklich im Dungeon. Oh, die Dinger machen richtig Schaden. Jetzt sehe ich das erst. Oh, 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 oh. Kollege, Kollege. Wer bist du denn? Ja. Okay, also hier ist... Oh, das jetzt diesmal... Boah, boah, die machen nicht noch richtig Schaden. Teasen. Die halten noch einiges aus. Okay, ich weiß nicht, ob es hier irgendwie einen Spawnpoint gibt oder sowas, wo die Viecher herkommen. Aber... Wow, wow! Vielleicht... Das Ding. Das Teil benötigt einen Schlüssel. Hm. Schlüssel ist schlecht. Ich habe keinen Schlüssel. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich einen Schlüssel herkriege. So, ja, kleine Pause, beziehungsweise für euch kleine Pause, für mich eine Pause von 2 Tagen. Ja, da hat es einfach nur bei mir geklingelt und seitdem hatte ich leider keine Zeit mehr weiter aufzunehmen. Aber es hat auch einen Vorteil, und zwar konnte ich mir nämlich schon mal angucken, woher ich denn diese goldenen Schlüssel bekomme. Ja, von denen ja, also die ich ja da benötige, wie man ja gesehen hat. Und da bin ich jetzt schon mal ein Stückchen schlauer. Goldene Schlüssel bekomme ich im Dungeon. Ja. Also das war eigentlich so, könnte man sagen, der Tenor. Ich bekomme sie im Dungeon. Ich habe auch nicht so ganz den Plan, was das jetzt genau heißt und naja, wo genau ich sie halt bekomme und so weiter. Oh, meine Fackeln sind schon wieder leer. Aber das werden wir jetzt sehen, wenn wir in Erfahrung bringen. Jedenfalls, wenn ich mich nicht täusche, sind alle Truhen hier, ja, wir sehen hier auch, also alle sind verschlossen, sind alle Truhen, die hier sind, verschlossen. Wow. Und, naja. Wow, 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 wow. Die Viecher hier machen gut Schaden für mich. Gebundene Mechanikerin. Nein! Perfekt. Ich habe die Mechanikerin mal befreit. Das ist natürlich wunderbar. Ich hätte lieber gerne den, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Goblin Tinkerer. Hätte ich definitiv deutlich lieber gehabt. Als die Mechanikerin, aber ist auch okay. Bringt mir definitiv auch was, dass die gute hier ist. Was ist das denn hier? Ah! Als ein Schalter. Ja, schön, nehmen wir mal mit. Für die Lampe da oben anscheinend. Gut, okay, also, ich bin natürlich weiterhin auf der Suche nach. Was ist hier? Nach dem Schlüssel. Weiß nicht genau, woher ich die kriege.
wie gesagt, das stand da auch irgendwie nicht. Das stand einfach nur aus verschiedenen Quellen. Na, ist das denn? Ja, perfekt. Genau der, den ich brauchte. Bei ihm will ich nämlich die Tüftlerwerkstatt. Die kaufe ich jetzt auch mal direkt. Ach nee, kann ich gar nicht. Ich habe nicht all mein Gold gerade abgelegt, klugerweise. Apropos. So. Ja. Genau, da sind nämlich einmal die Raketenstiefel, die von ihm relevant sind. Und dann diese Tüftlerwerkstatt. Denn bei der Tüftlerwerkstatt, das werden wir uns aber genauer noch später angucken, können wir... Wow. Der lässt sich auch nicht mehr so einfach von unseren Waffen beeindrucken. Weil in dieser Tüftlerwerkstatt können wir dann relativ viel machen. Zwecks zusammenfassen. Ja, von Special Items nenne ich es jetzt einfach mal. Also, ah, da war ein Key! Ja, genau. Erstmal. Für den Key renne ich erstmal voll ins Verderben. Habe ich jetzt. Ja! Oh, schon. Ich habe schon zwei Keys. Ohne es zu merken. Das heißt, die Keys scheinen jetzt nicht ganz so selten zu sein. Oder ich hatte einfach vielleicht auch gerade nur übertriebenes Glück, aber das glaube ich gar nicht. Mein Gott, hier sind aber auch viele Gegner. Ja, ich bin hier auf jeden Fall gleich tot, wenn ich hier nicht mal ein bisschen auf die Tube drücke. Also. So. Ah, da ist schon wieder einer. Krass. Gut, also die Keys sind hier anscheinend wirklich häufig. Deswegen steht es vielleicht auch nicht da. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einen Muramasa. Das ist schön, das Schwert benötigen wir zwar jetzt nicht direkt, aber was wir benötigen es nachher zum Craften von einem anderen Schwert. Deswegen nehmen wir es natürlich, wir nehmen sowieso natürlich alles mit. Bauen auch die Truhe ab, gucken hier nochmal rein. Oh, ein Schattenschlüssel. Öffnet alle Schattentruhen. Von dem habe ich schon gelesen. Der Schattenschlüssel, ich weiß gerade nicht, wo man damit Sachen abbaut, aber der Schattenschlüssel ist anders als die Goldschlüssel, die ja beim Öffnen verbraucht werden, ist dieser Schattenschlüssel quasi mehrfach verwendbar, beziehungsweise unendlich oft verwendbar. So. Okay, hier haben wir eine Pistole. Ja. Ich glaube, daraus können wir nachher noch was Cooles craften. Nehmen wir jedenfalls erstmal mit. Ja gut, das Schöne ist, wir sind noch nicht so wirklich voll. Achso, während meiner Spielpause, also dadurch, dass ich gespeichert habe, habe ich ja auch wieder am Startpunkt angefangen. Bin ich tatsächlich nochmal komplett zurückgelatscht. In die, ich will jetzt nicht sagen Stadt, sondern also in unsere Wohnung halt, ne? Ins Häusle, so. Und habe nochmal so ein paar, habe da nochmal so ein paar Sachen rausgeschmissen, die ich nicht mehr brauchte. Und was wir definitiv demnächst machen müssen, leider, was ein bisschen nervig ist, wir müssen mal unsere Truhen aufräumen. Wir brauchen ein anderes Truhensystem, wow. Wow. Okay. Ah, das Ding fliegt aber auch durch. Oh, natürlich, genau da kommt er, der Penner. Ja, nee, ist klar, ne? Oh. Mein Gott. Okay, diesmal habe ich keinen goldenen Schlüssel bekommen. Ich dachte, dass das immer diese dicken, komischen, weiß ich nicht, wie man die nennt. Na, die dicken halt, ne? Ich dachte, dass es immer die waren, aber die waren es anscheinend nicht immer. Oh. Irgendwas mit Necro-Head. Also ich hätte auf jeden Fall gerade einen Helm bekommen. Ah! Okay. Aber es sind anscheinend schon diese Viecher, ne? Wenn sie vielleicht auch nicht immer einen droppen, keine Ahnung. Aber es sind schon die Viecher, ne? Weil die immer diese schleimy
Dinger, wenn ich die gekillt habe, kriege ich halt häufiger daraus einen Schlüssel. Hier habe ich zum Beispiel keinen Schlüssel bekommen, obwohl es mehrere Viecher jetzt war. Oh, 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 was ist hier los? Ah. Was bist du denn? Was ist das denn? Aha. Das nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, ob wir das jetzt gebrauchen können. Aber das klingt irgendwie ganz sinnvoll. War hier unten noch was? Nee. Du musst sterben. Okay, das heißt, wir müssen hier den anderen Gang wählen. Ach so, und was ich auch noch gemacht habe. Ich habe tatsächlich so 10 Minuten habe ich gerade nochmal investiert. Ich habe mal unseren Weg vom, also der vom Haus zu zum Dungeon, so sagen wir zu unserem zweiten Haus, was auch nicht ganz falsch wäre, aber den habe ich mal ein Tickchen verändert, wenn man es auch mal nennen will. Mein Gott. Also hier ist aber wirklich eine dermaßen Anzahl an Gegnern einfach so von einer. Boah, was habe ich denn? 50 Wutknochen habe ich erledigt. Das ist schön. Ey, ist hier aber wirklich nicht sehr schwer. 50 Gegner zu erledigen. Bei der Anzahl. So, wir haben eine weitere. Das ist ja hier ein richtig. Das ist richtig geil. So, hinter der Tür versteckt. Ein beeindruckender Raum hier. Ja, wir haben einen weiteren Schlüssel. Also es könnte jetzt von mir aus gerne auch mal wieder einer kommen. Ja, komm her. Hier sind so fies, dass sie durch die Wände können halt. Damit kann man sie ja teilweise noch nicht beschießen. Oh, Idiot. Jetzt hat er einen Heiltrank genommen. Okay, kann jetzt nicht schaden, aber besser als die Recall-Dings. Also das war ja nervig. Mein Gott! Wenigstens nicht besonders stark. Ja, klar, nee. So, weil Falle ist auch weg. Eine weitere Truhe geöffnet. Oh, ein Koboldschild. Das ist geil. Das Coole daran ist halt natürlich nicht die plus 2 Abwehr, die kann man wirklich vergessen, sondern macht immun gegen Rückstoß. Das ist total genial, weil man halt nicht mehr zurückgestoßen wird. Ich denke, ist relativ selbst erklärt, was damit gemeint ist. Aha. 5 Abwehr, naja, ist natürlich, also der ist, hat zwar auch 5 Abwehr, allerdings ist ja der Set-Bonus immer noch sehr relevant, also können wir mal gucken, wie das Ding aussieht. Sieht ganz lustig aus. Joch, nehmen wir erstmal vorübergehend. Ich überlege jetzt, ob ich dieses Koboldschild benutze. Nur müsste ich halt dafür was anderes rausnehmen und also die Hermesstiefel, nein. Was für den Sprung kann ich nicht rausnehmen. Den Fallschaden, naja, das ist halt damit verbunden. Bleibt also nur noch das Wiederbelebungsband und das will ich jetzt gerade nicht rausnehmen. Deswegen lassen wir es vorübergehend mal sein. Aber ja, ich habe ja den Goblin Tinkerer gefunden. Und an seiner Station, über die ich vorhin da gesprochen hatte, die wir uns jetzt nicht leisten konnten, weil wir das Geld nicht dabei hatten. An seiner Station können wir
nachher schön Sachen zusammenfassen. Das wird uns nochmal einen großen Pluspunkt bringen. Insgesamt einfach. Ach komm, jetzt komm ja nicht ran. Ja klar, ich greife genau dann an, wenn die anderen natürlich auch kommen. Na gut, würde ich auch so machen, wenn es meine Freunde wären. Na komm, ja. Unglaublich. Das Viech hält nichts aus und trotzdem hat er es dann doch geschafft, noch mich zu beschädigen. Hier zum Beispiel, ne? Wäre halt cool gewesen, wenn man hier nicht zurückgestoßen wird. Aber alles gut, bald können wir uns das Ding leisten. Aha, ist ja genial. Ist ja genial. Ja, das Ding nehmen wir mit, oder? Ist ja lustig. Erstmal kann man sich ja einkleiden. Ach, das Ding kann man nicht zerstören. Okay. Ach, ja, jetzt ist ja eine Truhe. Die wir allerdings nicht öffnen können. Hast du dir so gedacht, ey? Das sind nur Knochen. Naja, nehmen wir die Knochen jetzt schnell mit hier. Knochen kriegt man hier überall. Knochen sind auch, glaube ich, sehr sinnvoll. Habe ich? Nee, ich habe keinen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, wofür man die Knochen genau nachher braucht, aber sie sind sinnvoll. Man sollte sie, glaube ich, mitnehmen. Nachher gibt es, also wird man tatsächlich, glaube ich, Knochen wirklich aktiv farmen. Und oh. Ey! Oh! 23 Leben. Das war verdammt knapp. Wow. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal was tun. Nee, wir kriegen leider keine Herzen. Den kann ich aber so. Ja. Okay. Oh, ja, komm, ey. So, 99 Leben. Wie lange muss ich warten? Noch 40 Sekunden. Naja, da muss ich noch ein bisschen warten. Ich will mich jetzt nicht schon wieder da runterstürzen, weil da waren auf jeden Fall nicht nur Gegner, sondern genau, da war halt auch dieses Mistvieh und die werden natürlich nicht davon beschädigt, war ja klar. Naja gut, lassen wir lieber. 37. So, ja, jetzt brauche ich ganz dringend was zum Heilen. Oder ich muss jetzt warten. Weil es macht keinen Sinn, jetzt einfach weiterzulaufen. Ich sterbe unter Garantie, wenn ich jetzt einfach weiter latsche. Aber vielleicht sind ja hier sind ja häufiger mal irgendwelche Sachen drin. 75. Ja gut, ich meine, wenn da. Ach, ist schon vorbei, die 40 Sekunden? Gar nicht gecheckt. Ja, ist klar, natürlich. Du kommst natürlich hinter der Tür. Esch, esch. Ah, da ist es. Perfekt. Noch ein Herz, dann habe ich jetzt. Ja, ja, naja, jetzt kann ich ja wieder. Jetzt kann ich ja prassen mit meinem Leben hier. So, okay. Da oben geht's da noch weiter. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Ja, ja, ist ja gut jetzt. So, ich habe jetzt da mal eine Fackel gesetzt, weil es ist halt ein bisschen nervig, dass ich natürlich nur was sehe, wenn ich... Ja, super.
wenn ich entweder eine Fackel in die Hand nehme, was häufig nicht die beste Wahl ist. Oh, oh. Okay, also diese Ecke hier ist zum Kämpfen ganz und gar ungeeignet. Ich guck mal, aber einen Schlüssel habe ich leider immer noch nicht. Der Schattenschlüssel ist zwar cool, aber einen goldenen Schlüssel habe ich leider immer noch nicht. Mann, ja, ist ja gut jetzt. Okay, sehr gut. Ah, da ist einer. Perfekt. Okay, ich werde aber die Truhen auf jeden Fall nacheinander öffnen. So. Ah! Ich glaube, den hier werde ich nicht mehr abwehren können. Mist, ist nochmal eine Pistole drin. Joa. Naja gut, wir räumen ja trotzdem alles aus. Nee, kann ich nicht mehr abwehren. Haha. Aber so kann ich dich killen, Alter.